Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute ist wieder Samstag. Ich mache wieder meinen Wochenrückblick. Es ist ein kalter Tag heute. Es ist so Schneeregen, 1 Grad, Schneekälte. Also der Winter ereilte uns jetzt doch, obwohl wir gedacht haben, wir kommen über den Winter mit wenig Gas. Aber das wird nicht stimmen. Andererseits, wir haben erst die ersten kalten Tage. Das ist noch kein Beweis, dass der Winter tatsächlich kalt wird. Was ist los in Essen? Am Donnerstag oder Donnerstag auf Freitag in der Nacht gab es Schüsse auf die alte Synagoge am Rabbinerhaus in Essen-Mitte. 4 Schüsse in die Türen, abgefeuert worden von einem Mann, der gerade analysiert wird durch ein Video, was gemacht worden ist von der Überwachungskamera. Großes Entsetzen in der Politik und natürlich bei allen Beteiligten. So geht das nicht und schon wieder antisemitischer Anschlag. Ich hoffe, man findet den Täter. Gestern Abend war dann das Bündnis gegen Rechts vor Ort, hat mit 50 Bürgern dort eine Mahnwache abgehalten. Völlig richtig, die Entscheidung. Aber meine lieben Kollegen von Bündnis gegen Rechts, es sind nicht immer nur Rechte. Es sind Linke, es sind Migranten und es sind auch Rechte. Aber wer das war, wissen wir noch nicht. In Essen waren es ja die Linken, die 2014 diese unsägliche Demonstration gegen Israel gestartet haben mit Sprüchen Hamas, Hamas, Juden ins Gas und so weiter. Nicht, die zwar dafür nicht verurteilt wurden, weil die Richter das nicht für nötig empfunden hatten. Und es wurden nur 2 oder 3 von den Teilnehmern an der Demonstration, die von der jungen Linken damals 2014 auf dem Willy-Brandt-Platz veranstaltet worden ist, gegen Israel. Und das ist nicht vergessen. Es gab 2001 einen Anschlag von jungen Migranten auf die Synagoge, der abgewehrt werden konnte, weil die Polizei vor Ort war und es nur einige Sachschäden gab. Aber auch da gab es keine entsprechenden Verurteilungen der Täter nach dem Motto, naja, wird schon nicht so schlimm sein, sie haben ja nichts angestellt. Also schlimmer Vorfall, Donnerstagnacht passiert von einem Mann, der zurzeit gesucht wird. Ob man ihn findet, ist nicht sicher, weil natürlich die Kameraaufnahmen nicht so doll sind. Ja, wie geht es weiter mit Nord Stream? Die Turbine, meine Damen und Herren, die ist weiterhin in Mülheim gelagert. Die Gasturbine, die ja der Grund sein sollte, was die Russen in ihren lügnerischen Taten, denn sie lügen uns ja ständig was vor. Alles, was sie berichten, ist überwiegend Lüge, Lüge, Lüge. Und haben gesagt, nein, die Turbine wäre kaputt, die aus Kanada kam und die ja noch mit einer Exportgenehmigung von Kanada nach Essen, nach Mülheim geschafft worden ist. Und Scholz war ja vor Ort, um sie zu beschauen. Sie liegt weiterhin in Mülheim in der Halle und niemand holt sie ab, weil das natürlich ein Quatsch war, was Putin uns da erzählt hat. Er wollte das Gas uns abstellen, hat er ja auch gemacht. Und wir stehen jetzt vor einem Winter mit möglicherweise Gasproblemen. Aber wie uns die Gasversorger sagen, wird es wohl klappen, dass wir den Winter überstehen. Schlimmer wird der Winter 22 oder 23, 24. Da ist noch nicht klar, wo wir die Gasmengen kriegen. Die Gasspeicher sind ja zurzeit bis zu 100% gefüllt, also eine gute Ausgangsbasis. Ob das der Industrie reicht, ob das reicht für den Winter, wissen wir nicht, aber es sieht zurzeit nicht schlecht aus. Die Nord Stream 2 Attacken oder die Explosionen, die im September stattgefunden haben an den Leitungen in der Ostsee in 70 Meter Tiefe, sind jetzt durch Sachverständige der schwedischen Staatsanwaltschaft als Anschläge mit Sprengstoff bewiesen worden. Ist ja auch kein Wunder, eine Gasleitung sprengt sich ja nicht selber in die Luft, sondern es waren eben mit Sicherheit Geheimdienste oder staatliche Stellen von wem auch immer, ob es Amerikaner waren, ob es die Ukrainer waren, ob es die Russen waren, weiß keiner. Das ist schwierig zu sagen, es wird da vielleicht nie rauskommen, aber jedenfalls endgültiger Beweis. Die Sprengung der Nord Stream 1 und 2 Pipelines in der Ostsee waren durch Sprengstoff ausgelöst worden, von wem auch immer. So, es geht aber los. Die Metaller haben einen Abschluss geschafft im Pilotbezirk Baden-Württemberg oder im Süden der Republik und sie haben herausgehandelt 3.000 Euro Prämie steuerfrei. Das hat ja Olaf Scholz festgelegt, dass das möglich sein wird. Das kostet den Steuerzahler viele Milliarden, weil natürlich keine Abgaben für Krankenkassen und keine Abgaben für das Finanzamt stattfinden. Das wird in 2 Tranchen bezahlt, den Metaller. Und zwar einmal im Februar 2023 und dann auch noch im Februar, nein, im Dezember geht es erst, im Dezember 2022 gibt es die erste Zahlung und dann 2024 die nächste Tranche über 1.500 Euro, die ausgezahlt wird. Insgesamt sind es 8,5% mehr an Tarifleistungen für die Metaller und das Ergebnis ist auch jetzt, wie wir heute Morgen berichtet bekamen, eben auch von NRW übernommen. Das wird am Dienstag
in einer Konferenz entsprechend beschlossen werden. Es gibt wahrscheinlich dann eine komplette Übernahme. Es sind, wie gesagt, 7.000 Euro brutto und netto mehr für die Metalle. Eine gute Nachricht. Auch RWE hat das ähnlich gemacht. Sie zahlen ihren Mitarbeitern 6% mehr und sie kriegen auch 3.000 Euro. Und zwar mit einer Laufzeit von 13 Monaten. Relativ kurz der neue Tarifvertrag für die RWE-Beschäftigten. Aber auch sie bekommen, wie gesagt, die 3.000 Euro. Auch im Dezember 2022 die erste Tranche und die nächste 2024. Ja, also natürlich sind das Firmen, die alle im Geld schwimmen, beziehungsweise die Metaller ja weniger, weil die Schwierigkeiten haben aufgrund der Wirtschaftskrise weltweit, aufgrund des Krieges, aufgrund der Lieferkettenproblematik und so weiter, aufgrund des Einbruchs der Bauwirtschaft und der steigenden Preise. Aber sie haben zumindest die Chancen, ihre Preise entsprechend zu gestalten. Das können wir in der Gesundheitsbranche nicht. Wir sitzen auf unseren festen Kassenbeträgen oder privatversicherten Beträgen fest, die bis jetzt seit Jahren nicht angehoben worden sind und können das nicht machen. Aber die Metaller und andere Firmen können das tun, aber auch sie tun sich sicherlich schwer, diesen hohen Betrag ihrem Beschäftigten auszukehren. Was ist los mit der Soforthilfe für Gaskunden? Der Bundesrat hat beschlossen, die Soforthilfe durchzuwinken. Das heißt ja, dass im Dezember 2022, also im nächsten Monat schon, meine Damen und Herren, die Abbuchungen nicht stattfinden werden, sofern Sie eine Abbuchungserlaubnis für Ihren Gasversorger erteilt haben. Das übernimmt der Bund. Das sind 20 Millionen Kunden, die das betrifft. Die Mieter sind etwas schlechter dran, weil das natürlich nur verzögert rückfließen wird auf ihre Konten. Sie zahlen das ja in einem monatlichen Abschlag im Rahmen ihrer Nebenkostenzahlungen an den Vermieter. Das wird sich verzögern. Die haben einen gewissen Nachteil. Ich schätze, dass das noch vielleicht Monate oder bis zu einem Jahr dauert, bis auch die Mieter ihre entsprechenden Abschläge zurückbekommen oder eben die Ausgleichszahlungen vom Bund. Da reden wir über 9 Milliarden Euro, die wir Steuerzahler bezahlen. Aber es soll funktionieren. Ich bin gespannt. Der Bundesrat hat zugestimmt. Das Gesetz kann dem entsprechend in Kraft treten. Auch das Wohngeld Plus wird ja erhöht ab Januar 23. Und das heißt natürlich, dass hier die 190 Euro, die es mehr geben soll, von der Verwaltung ausgezahlt werden müssen. Die müssen prüfen, die müssen die Anträge prüfen, die müssen entsprechend die Berechtigung prüfen. Und da reden wir ja über insgesamt 2 Millionen Haushalte. Das sind 1,4 Millionen mehr als bisher. Und ob die entsprechend schnell bearbeitet werden können, meine Damen und Herren, das ist überhaupt nicht sicher. Die Verwaltung winkt schon ab und sagt, wir schaffen das frühestens März oder April, wenn auf uns in Essen werden es 10.000 Anträge mehr sein, circa mit den Beschäftigten, die jetzt in den Ämtern schon genug zu tun haben mit der Bewältigung der Krise. Das wird noch eine Weile dauern und Peter Renzel, unser Gesundheitsminister in Essen, hat gesagt, naja, März, April oder vielleicht noch später wird es schon dauern, bis wir entsprechend das Wohngeld plus an die Berechtigten. Die bekommen es ja, aber an die zusätzlichen Berechtigten, die darauf Anspruch haben, das wird dauern. Die Bäcker sind in einer großen Krise, obwohl der Bund beschlossen hat, gerade ihnen zu helfen, ist das Geld noch nicht geflossen. Und denen steht das Wasser bis zum Hals, wird gemeldet in einer Meldung der WAZ am 17.11., also vorgestern. Und die Betriebe sind in großer Sorge und es wird befürchtet, dass einige Betriebe das nicht schaffen. Die hohen Energiepreise für das Backen, denn Backen kostet ja viel Geld und sie haben ihre Öfen umgerüstet von anderen Energieträgern, von Strom auf Gas und jetzt sind sie sozusagen in der Bredouille. Und das Handwerk fordert Bundeshilfen. Aber ich habe mich gestern nochmal in Berlin erkundigt bei meinem Bundestagsabgeordneten. Er sagt, die Kohle steht bereit. Aber er wusste auch nicht genau, wann das ausgezahlt wird, nach welchem Prozedere das geht. Also noch eine Frage, die zu beantworten ist. Die Bäcker sind ja wichtig, unsere Brötchen, Brot und so weiter für die Lebensmittelversorgung unglaublich wichtig. Also die sind sozusagen in der Bredouille und einige, ich wiederhole mich, werden es nicht schaffen. So, was macht die Überschuldung? Ja, der Winter naht und es ist immer die Zeit, wo entsprechende Überschuldungsstrategien oder Entwicklungen stattfinden. Es sind 5,88 Millionen Überschuldete, 8,4% der Erwachsenen sind überschuldet, in Essen sind es 12,45%, die überschuldet sind in Gelsenkirchen 16,9%. Das heißt wieder viel Arbeit für die Insolvenzberater, wenn es denn zu einer Privatinsolvenz kommt. Also der Winter wird nicht nur in der Energiefrage hart, auch in der Schulden- und Finanzfrage für viele Menschen eine große Belastung. So, eine gute Entwicklung deutet sich in Berlin an für die Rentnerinnen und Rentner.
Denn es ist so, dass sie jetzt in Zukunft oder in Kürze oder wenn das Gesetz entsprechend durch den Bundestag und den Bundesrat geht, wenn es denn zustimmungspflichtig ist im Bundesrat, die Chancen bekommen, Geld zuzuverdienen. Das war ja bis jetzt nur sehr eingeschränkt möglich. Sie können jetzt dann, wenn das Gesetz durchkommt, eben Geld zuverdienen und dadurch weniger Abzüge bekommen und die volle Rente behalten. Bin gespannt, ob das funktionieren wird. Also 25% gehen jetzt schon früher in die Rente mit 63, weil sie die Schnauze voll haben vom Arbeiten oder einen Beruf haben, der nicht so spannend ist oder nicht so schön auszufüllen ist. Und das heißt, aber jetzt können sie, wenn das klappt, eben entsprechend mehr Geld zuverdienen. Die Union, die CDU, haben das Bürgergeld scheitern lassen im Bundesrat. Sie haben alle ihre Koalitionspartner, die ja in 9 Fällen aus Grünen und SPD bestehen in den Ländern, haben die dazu überredet, eben nicht zuzustimmen. Sie wollen jetzt in der nächsten oder übernächsten Woche in den Vermittlungsausschuss, der, wie ich gehört habe, noch gar nicht besetzt ist, meine Damen und Herren. Den gibt es noch gar nicht, weil der noch nie entsprechend gefragt werden musste. Da gibt es noch keinen Vorstand und keine entsprechende oder Vorsitzende und keine entsprechenden Stellvertreter. Also, das muss noch geklärt werden, aber das dürfte kein Problem sein. Die müssen dann ausverhandeln, was los ist. Die Union beklagt natürlich, das Schonvermögen ist zu hoch, die Karenzzeit ist zu lang, die Anreize zur Arbeit sind zu leicht und entsprechende Sanktionen werden entsprechend nicht hart genug ausgeführt und die Arbeitsanreize sind zu gering. Und wir haben ja, meine Damen und Herren, fast 6 Millionen, die jetzt schon Hartz IV beziehen und dann ab 1. Januar, was nicht klappen wird, da bin ich ziemlich sicher, das Bürgergeld bekommen. Über die Erhöhung ist gar keine Diskussion. Also die 50 oder 70 Euro, die geplant sind an Erhöhung, um die geht es gar nicht. Da ist auch die CDU dafür. Da kann auch keiner dagegen sein angesichts der Inflation, die wir sozusagen, die uns um die Ohren schlägt. Und es geht um diese Punkte, die ich gerade genannt habe. Ob die entsprechend zu einem Kompromiss führen werden, ist nicht sicher, aber der Vermittlungsausschuss hat ja die Aufgabe, das zu tun. NRW, meine Damen und Herren, ist Schlusslicht. Wir haben sozusagen den Anschluss verloren an die Wachstumsländer. Der Bund hat im Schnitt ein Wachstum von 0,2% in Q3 22. Nordrhein-Westfalen ist Schlusslicht mittlerweile. Wir haben die rote Laterne der Bundesländer mit einem Minuswachstum von 2,8%. Naja, sagt die Landesregierung, wir sind ja so exportabhängig, aber der Export funktioniert doch, wenn man seine Güter ins Ausland bringt. Die Märkte sind doch nicht überall eingebrochen, auch wenn sie nicht so stark sind wie vor der Ukraine-Krise und vor Corona. Aber es gibt immer noch entsprechende Nachfragen nach unseren guten Produkten, die überwiegend vom Mittelstand hergestellt werden. Teilweise haben wir ja in Nordrhein-Westfalen oder wir haben viele Weltmarktführer, die sich hier tummeln. Aber die Wirtschaft insgesamt, ich sage, das wird sicherlich an den großen Industrien liegen, wie Stahl und Chemie, soweit wir sie hier in Nordrhein-Westfalen haben und anderen großen Betrieben, die Schwierigkeiten haben, ihre Produkte abzusetzen. Gute Nachricht, wie ich persönlich finde, ist, dass Herr Laumann, unser Bundes- oder Landesgesundheitsminister, entschieden hat, dass weiterhin eine Maskenpflicht im Nahverkehr besteht. Das wurde ja den Ländern freigestellt. Sie könnten sagen, okay, im ÖPNV brauchen wir das nicht. Aber in den Zügen der Bundesbahn ist es weiterhin Pflicht. Da sagt Laumann, was ein Blödsinn, wenn wir schon entsprechende Maskenpflichten haben im ÖPNV und wenn es so in den Zügen ist, dann machen wir das auch entsprechend in unserem ÖPNV und das wird auch gut so. Und im Fernverkehr ist es Pflicht, dann muss es auch in dem ÖPNV einheitlich geregelt werden. Also die Ärzteschaft ist dafür, ich auch, weil die Maskenpflicht ist ja bewiesenermaßen ein guter Schutz für die anderen, die sozusagen von Infizierten in Gefahr geraten, infiziert zu werden. Und auch die sozusagen, die Menschen, die Maske selber tragen, verringern ihre Chance, entsprechend sich anzustecken. Dafür ist die Grippewelle eine Welle, die uns nach der Corona-Pandemie, die ja jetzt zu einer Endemie runtergestuft wird, erreicht. In der letzten Woche, also in der Kalenderwoche 45, sind 500 neue Fälle aufgetreten. Die Zahlen gehen drastisch hoch. Auch bei uns in unserem Betrieb ist es zu vielen Grippeinfektionen gekommen mit entsprechenden Ausfällen. Achten Sie darauf, tragen Sie Ihre Masken und versuchen Sie sich oder lassen Sie sich impfen. Ganz wichtig, auch wenn das nur einen Schutz von 60% gibt, ist das eine wichtige Maßnahme. Wenn Sie sie nicht haben, sind die Chancen groß, dass Sie sich infizieren. Wenn Sie die Impfung haben, sind die Chancen, dass Sie sich nicht infizieren, eben bei 60%. Also 40% kriegen es immer noch, aber die Erkrankungen laufen dann entsprechend viel schwächer oder in der Regel schwächer, als wenn sie nicht geimpft wird. Ja, am 15.11. hat das
Ziel oder ist die Zahl der Menschen weltweit auf 8 Milliarden gestiegen und es sollen in den nächsten 20, 30 Jahren 10 Milliarden Menschen werden. Das wissen wir noch nicht genau, aber Afrika, Indien und China sind die entsprechenden Wachstumsländer. Indien am meisten mit den meisten Steigerungszahlen, aber Afrika wird entsprechend viele Zahlen oder mehr Menschen bekommen als bisher. 10 Milliarden sind das nicht das Ziel, aber das wird so kommen. Meine Damen und Herren, aber das ist auch für Klima. Die Klimaneutralität ganz wichtig, denn jeder Mensch, der geboren wird, braucht Strom, braucht Wärme, braucht Lebensmittel, muss mobil sein. Und das sind entsprechend Dinge, die die CO2-Abdrücke entsprechend natürlich auch ansteigen lassen. Gute Nachricht aus Berlin, denn die Wahl ist vergeigt worden für die Senatswahlen oder das Abgeordnetenhaus muss komplett wiederholt werden. Die Abstimmung in 2021 ist ungültig, verkündete der Berliner Verfassungsgerichtshof. Jetzt haben sie 90 Tage Zeit, das zu wiederholen. Ich bin gespannt, ob sie es besser machen. So, Silvester ist in 6 Wochen das Thema und einige Städte haben gesagt, nee, wir wollen nicht böllern. Köln, Düsseldorf und Bielefeld haben die Innenstadt zur No-Go-Area für Feuerwerk erklärt und andere Städte werden nachziehen. Ich persönlich, ja gut, ich bin da neutral, aber Feuerwerk gehört an sich zu Silvester. Wir wollen die bösen Geister vertreiben. Da gibt es ja genug von, nicht nur in der Ukraine, sondern auch woanders. Und aus dem Grunde bin ich da entsprechend gespalten, auch wenn in der Innenstadt das aus Sicherheitsgründen auch Sinn machen kann. So, was ist in Essen los, meine Damen und Herren? Die S-Bahn nach Oberhausen, also die S3 zwischen Steele Ost und OB, also Oberhausen Hauptbahnhof fällt aus. Warum ist das so? Sie haben keine Fahrer und sie haben zu viele kranke Fahrer. Wir haben 6 Millionen Menschen, die nicht arbeiten wollen oder müssen. Die könnten das wunderbar erledigen, aber die müssen es ja nicht, wie gesagt. Und sie können sich ja auf die Sozialhilfe oder auf die entsprechenden Unterstützungsleistungen aus dem Bürgergeld oder Hartz-IV-System zurückziehen. Also fällt die 4 Wochen lang aus. Meine Damen und Herren, das ist der erste Schritt. Wir werden weitere Ausfälle kriegen. Auch die Bundesbahn hat Probleme, auch die Busunternehmen haben Probleme, auch der ÖPNV hat Probleme, Busfahrer und Straßenbahnfahrer zu bekommen. Das ist noch nicht das Ende, sondern erst der Anfang, meine Damen und Herren. So, was ist sonst noch los in Essen? Hunderte von Grundschulplätzen fehlen. Die Stadt muss externe Räume anbieten in Essen, um im Sommer 23 alle Idiots unterzubringen. Wir haben ja Zuwanderung oder eben, dass Menschen aus der Ukraine nach Essen kommen. Wir haben auch Zuwanderung aus den Asylländern, Afghanistan, Iran, Irak und sonst woher, Somalia. Aus der ganzen Welt kommen sie nach Essen, weil es oder nach Deutschland, weil es hier am schönsten ist. Alle anderen Länder sind nicht so spannend, die sie sozusagen übergehen oder überfliegen oder überreisen. Also ein Riesenproblem für die Stadt, aber sie arbeitet daran, das über Containerlösungen zu lösen und zu schaffen. Wobei, wie ich jetzt hörte, 575 Kinder noch nicht mal angemeldet sind, die in Essen schulpflichtig sind. Auch die muss man auch entsprechend draufsatteln auf die jetzt schon fehlenden Plätze. Gute Nachricht für die Essener Bürger. Die Nebenkosten, die wir zahlen müssen als Bürger an die Stadt, sinken teilweise und steigen nur mäßig. Also da gibt es keinen Inflationsschock. Das ist eine gute Geschichte. Abfallentsorgung und Entwässerung sind 2023 gleich oder ich wiederhole mich, sinken sogar. Straßenreinigung wird ein bisschen teurer. Also immerhin eine gute Nachricht. Dann hat der Jugendhilfeausschuss die Mitteilung bekommen, selbst nicht entschieden, dass ein entsprechender Antrag der DITIB Altendorf nicht genehmigt wird als Teilnehmer oder Unterstützer oder als Jugendhilfeträger mit Geldzuweisungen eben zu arbeiten. Sie haben viele Fragen nicht beantwortet. Dann hat der Al-Ghusein, unser entsprechender Beigeordneter, gesagt, Schluss jetzt, wir kümmern uns nicht mehr um diesen Antrag, sondern lassen ihn liegen, bis die Fragen beantwortet sind. Das ist auch gut so. Und man bekriegt auch entsprechende Zustimmung von den Islamverbänden, die gesagt haben, es war eine gute Entscheidung, denn die DITIB ist ein umstrittener Verein, Ableger der Diyanet, also der türkischen Religionsbehörde, die entsprechend steuert. Und das ist nicht immer nur gut, was sie im entsprechenden Portfolio haben, um hier Jugendarbeit zu machen. So, noch 2 Meldungen. Ja, die Stadtwerke erhöhen die Strompreise. 30.000 Essener Kunden, die Strom beziehen von den Stadtwerken, müssen jetzt 20 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Das lag mal bei 7, 8, 9 Cent pro Kilowattstunde. Das wird jetzt entsprechend gesteigert. Lars-Martin Kleve sagt, das ist unumgänglich. Uns fallen auch die entsprechenden Einkaufskosten werden uns um die Ohren geschlagen. Die müssen wir entsprechend entrichten. Also müssen wir das weiter leisten oder weiterleiten an die Bürger der Stadt Essen. Letzte Nachricht noch: Görz schließt alle 3 Schuhläden in der Innenstadt. Eine traurige Nachricht, denn Görz war ein wichtiger Versorger mit Schuhen für die Essener Bürger. Sie sind ja in die Insolvenz gerutscht und machen das im Eigen
Verantwortlichkeitsverfahren oder in der Eigenverwaltung oder im Schutzschirm mit Eigenverwaltung. Also müssen nicht unbedingt gleich alles zumachen, aber sie machen es in Essen, weil die Läden hier in Essen sich nicht tragen und nur Minus produzieren, wie ich es verstanden habe. Also die drei Standorte in Essen sind nicht profitabel. Also Limbecker Straße, Ecke Schwarze Horn, im Hauptbahnhof und im Einkaufszentrum Limbecker Platz werden nach dem 28. Februar 2023 schließen. Das war's, meine Damen und Herren. Wochenrückblick ist vorbei. Also Essener Angriff oder Essen wurde angegriffen durch Schüsse auf die Türen des Rabbinerhauses, eben benachbart zur Essener Synagoge. Die Gaspreisbremse ist durch. Im Dezember werden die Abbuchungen nicht entsprechend erfolgen. Das macht der Bund. Das kostet 9 Milliarden Euro. Weitere Meldungen habe ich Ihnen mitgeteilt. Also auch das, was das Bürgergeld ist von der Union im Bundesrat gescheitert, muss neu verhandelt werden im Vermittlungsausschuss und noch weitere kleine Meldungen. Die Metalle haben einen Abschluss. RWE hat einen Abschluss. Sie bekommen 3.000 Euro in den nächsten 2 Jahren ausgezahlt, netto und insgesamt 6 bis 8,5% mehr Lohnsteigerung. Das war's, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf nächste Woche. Es ist kalt, wie gesagt, 1 Grad, bisschen nieselig, Schneeregen, Schneekälte. Es wird so bleiben in den nächsten Tagen. Ziehen Sie sich warm an, nutzen Sie Ihre Masken, schützen Sie sich vor einer Grippeinfektion. Und, meine Damen und Herren, lassen Sie sich gegen Grippe impfen. Das ist ein kleiner Pieks und tut nicht weh und hat in der Regel keine großen Nebenwirkungen. Vielen Dank. Tschüss, bis nächste Woche.